Thank you.
knap en groot die de school aan gaan, die de Nederlandse zilverstoot zich herdig. De meeste, de Misch van Schumacher, de tweede Barrichello en de dritte Montoya. Dat zit er. Vis-à-vis von der Rolle von Musik, also der Besamischt, bei mir spielen wir die Instrumente immer beim Mund, wir sind immer mal zwei Fangen im Deck, und sie blosen eins durch die Luft zu kriegen. Sie sagt, du musst immer so Luft blosen und so viel, und sie braucht.
jetzt schon wieder geht, weil die Leine an der Lecht ins Fisch. Und dafür, dass sie nicht so noch verdrischen, weil ihre Chef die Wildbär tun hat. Und dann wird sie verdrischen und dann wird sie verstöpseln, wird kein Wert. Wie ein gut sagt, das müssen sich aber verhalten. Wenn so ein Instrument fiecht geht, dann ist das immens schlecht. Dann geht es gut. Und das wollen wir nicht. Dafür wollen wir also ihre Chef als Präsident von der Wolle von Musik und ich auch denken wir zusammen, dass sie hier nur auch noch können, ein gemütliches Pätschchen trinken, ein bisschen fiecht bleiben, wie das hier immens die Instrumente sollen drinchen bleiben, dass sie nächstes Jahr eventuell können herumkommen. Prost! Prost, Leifrent und Harmonie, Herr Prost, Mauricio! Ich wollte nur, ich weiß nicht zu viel, weil ich wollte unbedingt auf den Kurs gehen. Warum, ich spiele nur auf das Steck Memory, für das wir uns nächstes Jahr hören sehen. Noch mit zur Rundfahrt, fahren jetzt wieder raus. Oi! Thank you.
Fernand aussi. Fernand aussi a filmé beaucoup. Thank you.
Thank you.
Zwei Knaben lagen in dem Stroh. Ja, ja, ja. Von einem sah man den Popo. Ja, ja, ja. Von anderen aber nur die Knie. Ja, ja, ja. Und dieser Knabe hieß Marie. Ja, 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 ja. Und der See weiß, was los ist. Da grüßt der Heizer den Markus. Da grüßt der schöne Mann den dicken Kapitän. Ja, auf der See, da ist das schön. Zwei Frauen gingen in den Wald. Ja, ja, ja. Dem einen war's besonders kalt. Ja, ja, ja. Ja, so ist es nun mal im Leben. Ja, ja, ja. Es muss er kalten Bauer geben. Ja, ja, ja. Da ist das los. Da grüßt der Heizer den Mann los. Da grüßt der Steuermann den dicken Kapitän. Ja, auf der See, da ist das schön. Sind wir können. Zwei Weiber lagen in dem Bett. Noch um die Wett. Ja, ja, ja. Das brennt die Rechte zu der Linke. Ja, ja, ja. Du riechst mal, wie die Finger stinken. Ja, ja, ja. Ja, auf der See. Ja, da ist was los. Da kürzt der Heizer den Mann los. Da kürzt der Schneidermann den dicken Kapitän. Ja, auf der See, da ist das schön. Je quelque chance avec ta plume. Et si bei einem Mann Verstoß an alles wart, ich ungefähr aus immer noch leben kann, nehm ich gesagt, ihr wisst genug, ein Riebsort weg an Billabuch. Das ist in Billabuch. Ich träume dann, ich wirb ein Held, die just an mich, was ihm gefällt, die mir nicht geht, geht's mit Genuss, für dich da wie ich an dem Abschluss. Da geht mich so, da geht man nur, da schreit man immer. Das könnten wir nie viel. Ja, ich weiß, dass die können mir. Und da los, da muss ich verlieren im Moment. Also da los ich mir ja. Schick mir Wesen, für was sind die dann? Schon mal merci. Das ist doch kein Problem. Das ist doch kein Problem. Das ist doch kein Problem. Das Dann das ist Sauerei. Ich muss ein Gerät. Nach Stunde im Halb durch mein Ege schwer am Angeschön. Stop.
dieses Schengrimmel wäre kam. Ich lege den Kopf zurück und wusste, was er wollte. Aber ich wollte nicht, dass er es machte. Ließ es aber trotzdem geschehen. Es war das erste Mal. Seine Hände bewegten sich auf die Stelle zu. Mir wurde ganz heiß. Dann aber hielt ich den Atem an, als ich sah, was er in der Hand hielt. Ich werde vorsichtig sein, sagte er leise. Dann fragte er mich, ob es nicht weiter auseinander ginge. Denn dann könnte er besser rein. Nervös tat ich, was er wollte. Es fing an weh zu tun, aber ich benahm mich wie eine Frau. Auf einmal stöhnte ich. Es tat sehr weh. Dann sagte er, ich sei schon vorüber und er sei draußen. Es blutete ein wenig. Dann aber überfiel mich ein herrliches Gefühl. Es war das erste Mal, dass ich mir einen Zahn ziehe. Ah! Ah!
Hey!
Geschäft erledigt hatte, stieg er wieder in den Bus. Und der Bus sollte seine Fahrt fortsetzen. Nach einem herrlich verbrachten Tag kam der Bus mit dem ganzen Verein gegen Abend am Vereins total an. Wo ich mal schnell gegangen bin. Alle stiegen nun aus dem Bus. Als erster Bürgermeister und seine Frau, dann der Doktor mit seiner Frau, der Kassierer mit Frau, der Schriftführer mit Frau, der Förster mit seiner Frau, der Wirt mit seiner Frau, sowie alle anderen Mitglieder des Vereins. Der ganze Verein, du! Der ganze Verein ging in das Vereins total und verlebte dort noch ein paar schöne Stunden. Zum Schluss ergriff der Bürgermeister noch einmal das. Es wird hier einmal verboten. Noch einmal das Wort. Er dankte dem Kassierer, dem Doktor und ganz besonders dem Schriftführer. Und Frau Schrittführer, näher mit dem dass die so einen schönen Bus, einen herrlichen Bus, ho, ho, einen so fantastischen Bus gestellt habe. Es war auf Köln ein einmaliger Bus. Seinen besten Dank sprach der Bürgermeister auf den Wirt aus. Jetzt wird er ganz ruhig sein und gut zu hoffen. Der es sich nicht nehmen ließ, zum Abschluss den ganzen Verein eine Runde zu spendieren. Damit ist mein Vortrag beendet. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Mitmachen beim Bürgermeister und seiner Frau. Hey. Beim Förster und seiner Frau, beim Kassierer und Frau, beim Schriftführer und Frau, beim Doktor und seiner Frau, beim Wirt und seiner Frau und bei allen übrigen Mitgliedern des Vereins und wünsche euch eine schöne Stunde. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Merci.